alle zusammen. Wir machen ja jetzt einen schnellen, einfachen Nudelauflauf. Ich habe hier jetzt schon Zwiebeln und Knoblauch drin. Ich hasse ja Zwiebeln schneiden wie die Pest. Ich denke mal, jeder macht das ungern. Aber ich glaube, manchen ist es auch einfach nicht, also egal, aber ich hasse es. Deswegen habe ich die einfach auch größer. Und der Ofen, der heizt jetzt auch schon mal vor. Entweder auf 180 Grad Ober- und Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Dann geben wir dazu unser Hackfleisch. Das tun wir jetzt einfach erstmal anbraten. Ich glaube, ich mache hier mal ein bisschen höher. So, jetzt geben wir Tomatenmark mit dazu. Wenn wir das ein bisschen angeschwitzt haben, geben wir von diesen Reisnudeln dazu. Ganz so kurz mit anschwitzen. So, dann löschen wir das einmal mit Gemüsebrühe ab. Dann kommen gestückelte Tomaten mit dazu. Dann geben wir etwas Kochsahne dazu oder halt normale Schlagsahne, je nachdem. Dann würzen wir das Ganze mit Thymian, Paprikapulver edelsüß, Salz und Pfeffer. Und dann kommt das Ganze in eine Auflaufform. Aber erst dann müssen wir das Ganze miteinander verrühren. Also hier muss das jetzt gar nicht weiter kochen. Das ging jetzt nur um das Ganze anzubraten. Das andere macht dann jetzt gleich der Ofen. So, und jetzt kann man sich dann überlegen, ob man Feta-Käse drüber gibt. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Feta-Käse machen. Deswegen nehme ich jetzt Mozzarella und dann geht das Ganze ab in den Ofen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt nach 35 Minuten im Ofen aus. Und ich würde sagen, wir probieren. Super frisch. Wegen den Tomaten. Super lecker, gibt es nichts weiter dazu zu sagen, außer natürlich macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!